Heute um 11 Uhr deutscher Zeit kommen die neuesten Daten zur Inflation in der Eurozone und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir mindestens eine 9 vor dem Komma sehen werden, also mindestens 9% Inflation. Und das setzt unsere großartige EZB natürlich weiter unter Druck. Was habt ihr getan? Was tut ihr? Ihr habt einmal die Zinsen angehoben um 0,5%. Zu wenig, zu spät, lange das Problem ignoriert, dann verleugnet, dann verharmlost. Und jetzt gerät man offenkundig in Panik, wie etwa eine Isabella Schnabelina, wie ich gleich nochmal zeigen werde. Ja, wer zu spät kommt, den bestraft er teilweise das Leben und der muss dann, wenn er langsam gegangen ist, umso schneller rennen, um wieder vor die Kurve zu kommen. Hier sehen wir mal die Inflationsrate in der Eurozone, zuletzt 8,9% erwartet für heute 9,0%. Und wir sehen, wir haben schon im Februar über 5% Inflation gehabt und dann ging es weiter nach oben im März etc. Also wir hatten schon eine sehr starke Inflation, bevor Putin in die Ukraine einmarschiert ist. Deswegen sind solche Aussagen wie von Marcel Fratscher natürlich totaler Unsinn, dass vorwiegend die Inflation eben an dem Ukraine-Krieg liegen würde. Das ist natürlich eine sehr bequeme Sicht der Dinge. Da kann man sagen, naja, wir können ja nichts dafür. Es ist ja der böse Putin, der hat diese Inflation gemacht, diese Putinflation. Aber diese Inflation ist die Folge ganz anderer Faktoren, die nur durch den Ukraine-Krieg sozusagen noch weiter eskaliert werden, aber strukturell angelegt sind. Das ist das ganz, ganz große Problem. Schauen wir uns etwa hier mal 16,6% der Anstieg der Supermarktpreise in Deutschland, der höchste Wert, seit man diese Daten aufzeichnet, also seit den frühen 1990er Jahren. Manche haben das Gefühl, das ist eigentlich noch viel mehr, wenn man den Warenkorb mal fair und realistisch gestalten würde. Und wir sehen, jetzt ist natürlich Land unter in EZB-Land. Den Nagel, der Bundesbankchef innerhalb der EZB, sagt ja, wir sollten auch die Zinsanhebungen nicht geringer ausfallen lassen, auch wenn dann die Wirtschaft in eine Rezession fällt. Und das große Risiko sei, dass eben die Inflationserwartungen sich entankern und deswegen müsse man das tun, müsse man decisively, also müsse man wirklich entschieden handeln und auch Wunsch von der EZB sagt, wir müssen jetzt sehr, sehr schnell agieren, um die Zinsen anzuheben. Naja, wer vorher nicht agiert hat, der muss dann schnell agieren und so hat Isabel Schnabel ja in einer Rede in Jackson Hole am Folgetag, nachdem Jerome Powell dort gesprochen hat, gesagt, ja, wir müssen wirklich jetzt Gas geben, sonst verlieren die Leute das Vertrauen in unser Fiat-Geld. Sonst haben wir da ein ganz anderes Thema und das bedeutet eben, die werden jetzt unter allen Umständen in eine kommende Rezession hinein die Zinsen anheben. Hätte man vorher schon ein bisschen aufs Gaspedal gedrückt in Sachen Geldpolitik, dann müsste man jetzt nicht sozusagen voll durchdrücken, aber man hatte eben seine eigene Ideologie, hat an die eigenen Projektionen, die eigenen Wunschvorstellungen geglaubt, hat ein Team von 2500 Menschen, die als EZB-Mitarbeiter hier fungieren und sich um Prognosen kümmern, um Einschätzungen etwa zur Inflation. Und das war jetzt offenkundig nicht so erfolgreich. Vielleicht sollte man da sicher mal gesund schrumpfen, könnte man vielleicht mal vorschlagen. Hier sehen wir mal die verschiedenen Vorschläge jetzt von EZB-Mitgliedern. Gelb ist ein 50 Basispunkte oder ein 75 Basispunkte. Schritt, wir sehen dann dunkelblau 25 Basispunkte oder 50 Basispunkte. Hellblau, significant move, also bedeutsamer Schritt. Dann dunkel oder hier dieses am dunkelsten hier data dependent, also man soll praktisch dann jeweils von den Daten abhängig machen, wie die Zinsentwicklung sein wird. Aber gut, wenn wir heute die 9% kriegen, was willst du da von den Daten abhängig sein? Dann hast du schon sowieso ein Problem. Wie gesagt, Isabel Schnabel hat das vielleicht am besten auf den Punkt gebracht. Wo war eigentlich Madame Lagarde in Jackson Hole? Die taucht ab. Die sagt jetzt, ich glaube, in die Tugend der Diversität. Gut, dass wir Frau Lagarde haben in diesem Problem. Die Welt brennt. Frau Lagarde kümmert sich um Diversität. Vielleicht könnten wir sie dann statt als EZB-Chefin als Diversitätsbeauftragte in Europa da ernennen. Das wäre vielleicht ein adäquater Posten für sie. Aber es ist vollkommen klar, dass Lagarde wahrscheinlich die schwächste aller
EZB-Chefs ist, die wir bisher hatten, eine totale Fehlbesetzung, eine Politikerin, die dann, wenn es wichtig wird, jetzt eben schwänzt. Jackson Hole, das wäre die Gelegenheit gewesen, neben Jerome Powell wirklich als Vorreiter aufzutreten. Stattdessen lässt sich Schnabel reden und den französischen Notenbankchef hier reden halten. Und das, während die Lage wirklich brenzlig ist, Energiepreise explodierten, die Leute werden unruhig, die fragen sich, wie kommen wir durch den Herbst, selbst wenn genug zu heizen da ist. Hier sehen wir mal die Verbraucherpreise in Deutschland, die Zahlen gestern 7,9%, etwas höher als erwartet. Und wir sehen eben vor allem die Nahrungsmittelpreise nach oben, aber jetzt kommen ja dann noch diese Energiepreisschocks dann, wenn die Gasumlage kommt, wenn die Energieanbieter ihre Kosten weitergeben können. Das wird noch ganz bitter und dann haben wir natürlich eine EZB, die weit hinter der Kurve ist. Jetzt rächt sich der geldpolitische Schlendrian der letzten Jahre, sagt Hans Werner Sinn. Die Geldmenge hat sich relativ zur Wirtschaftsleistung seit dem Lehman-Jahr 2008 versechsfacht. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sich das Missverhältnis von Geld und Waren in einer Inflation entladen würde. Das ist das eigentliche Problem der Inflation. Der Ukraine-Krieg, Putins Einmarsch, hat das Problem verschlimmert, aber nicht ausgelöst. Das muss man leider ganz, ganz klar sagen. Wenn ich sehr, sehr viel Geld habe und nicht so viele Güter wie Geld, dann steigen die Preise für diese Güter. Das ist immer die Ursache von Inflation, das Ungleichgewicht zwischen Geld und eben Waren. Und jetzt haben wir sehr, sehr viel Geld gedruckt, allein die Geldmenge in Reaktion auf die Corona-Krise um 20% gestiegen in der Eurozone, bei den Amerikanern sogar um 40%. Und angesichts der sich abzeichnenden Energiepreisschocks hat jemand hier getwittert, naja, ich habe schon mal ein bisschen Geld zurückgelegt, um meine Energierechnungen zu bezahlen. Sie sehen, Geld ist wahrscheinlich bald jetzt keine Mangelware mehr. Gell, wenn wir 9% Inflation haben, ist das natürlich eine massive Geldentwertung. Hier deutsche Versorgerunternehmen, regionale Versorgungsunternehmen gehen jetzt davon aus, dass bis zu 15% der Konsumenten ihre Rechnung nicht mehr bezahlen werden können. Sollte man dennoch jetzt in den DAX einsteigen, wenn man hier die Street Investor Confidence sieht und sich den DAX anschaut, dann könnte das sogar der Fall sein, denn die Stimmung ist ziemlich negativ, wie Andreas Steno Larsen hier zeigt. Das ist sicherlich kein exaktes Timing, sondern so übergeordnet, wenn man das jetzt auf längere Frist vielleicht sieht, über 12 Monate, mal sehen, ob das zutrifft. Jedenfalls, gestern ging es zunächst mal nach unten an den Märkten. Wir sehen etwa Verluste bei den Indizes von 1%, der Russell 1,45, Nasdaq auch etwas mehr als 1%. Hier sehen wir den S&P 500 im Chart, die 200-Tageslinie genau angelaufen, gestern sogar leicht unter die 50-Tageslinie gefallen, aber dann gleich wieder drüber gekommen, also eine kleine Erholung. Hier ist es Michael Hartnett von Bank of America, der praktisch genau das Top ausgerufen hat und gesagt hat, also alles ab 4.328 Punkten wird von uns geschortet und verkauft. 4.327,5 war der Hochpunkt. Gestern sehen wir, dass die Rate Hike Expectations nach oben gegangen sind. Es gibt immer noch ein ziemliches Gap zwischen dem Nasdaq und den Rate Hike Expectations. Wir sehen die zweijährige Anleiherendite gestern in den USA auf 3,46% gestiegen. Höchster Stand seit 2008. Eine ganze Menge Holz. Und die Rule of 20, das ist praktisch die Summe zwischen Price-Earnings-Ratio und Inflation. Da gibt es die Rule of 20, die besagt, die sollte eigentlich so bei 20 liegen. Was faktisch bedeutet, je höher die Inflation, umso geringer muss dann die Price-Earnings-Ratio sein, also umso günstiger müssen dann eigentlich die Aktien sein. Mal sehen, eigentlich müsste das der Fall sein. Jetzt aber, nachdem wir gestern gefallen sind, sehen wir viele Indikatoren, dass wir hier wahrscheinlich eine Gegenbewegung sehen werden. Wir sehen hier den McLellan Summation Index, der sehr stark überverkauft ist, hier unten rot in einem Chart von Michael Silver. Wir sehen andere Indikatoren, etwa wie den Bullish Percentage Index des Technologiesektors im S&P 500, RSI, schon ziemlich ausgebombt. Also es würde nicht wundern, wenn wir da eine technische Reaktion sehen. Das wäre eine technische Reaktion innerhalb eines Bärenmarktes, wäre also noch lange nicht der Sieg der Bullen, denn die haben laut Morgan Stanley ein großes Problem,
Das heißt Gewinne, wie ich schon vorhin sagte, Price-Earnings-Ratio. Hier sagt eben Morgan Stanley, es sind die Gewinne, die wahrscheinlich jetzt, die Unternehmenszahlen, die wahrscheinlich das große Problem sein werden in der zweiten Hälfte des Jahres, nicht, oder erst bis zum Ende des Jahres, nicht die Fed, beziehungsweise in der ersten Hälfte des Jahres war es die Fed. Sorgen, die hier massiv reingehauen haben, in der zweiten Hälfte dürften es jetzt dann eben die Gewinnsituation der Unternehmen sein, angesichts einer sich abkühlenden Wirtschaft. Und wir haben bei HP gestern gesehen, ganz, ganz schwach die Umsätze, die Gewinnerwartung, die Prognose, die Aktie dann 6% im Minus. Und hier sehen wir, wie Lance Roberts zeigt, dass wir, wenn wir uns die Rule of 20 mal anschauen, eigentlich schon in den letzten Jahren zu viel gefressen haben und möglicherweise dann bald nachhungern müssen. Also da ist schon sehr, sehr viel Optimismus immer in den Märkten eingepreist gewesen. Wie gesagt, jetzt könnten wir kurzfristig eine Gegenreaktion sein, was am größeren Bild allerdings nichts ändert. Wir sehen aber jetzt die Schäden in der Wirtschaft. Snap will 20% seiner Belegschaft entlassen. Wir sehen, dass bei Facebook Arbeitsplätze verloren gehen, weil das Unternehmen Kosten sparen will und jetzt Leute in Singapur beschäftigen möchte. Wir sehen jetzt, wenn wir schon in Asien sind, dass nach wie vor die chinesische Wirtschaft, was Manufacturing betrifft, kontrahiert. 49,4 der Einkaufsmanager-Index, ein Ticken besser als erwartet. Non-Manufacturing, also Dienstleistung, auch etwas besser. Wir sehen, dass natürlich jetzt auch die Stromausfälle, die hier derzeit in China der Fall sind, ein Riesenproblem sind. Man versucht gleichzeitig den Yuan nicht allzu weit fallen zu lassen. Gleichzeitig kommt jetzt die Meldung, dass dieser kommunistische Parteikongress ab 16. Oktober beginnen wird. Und die Amerikaner wollen nochmal über 1 Milliarde Dollar den Taiwanesen an Waffen verkaufen. Jetzt noch ein paar Hinweise in eigener Sache. Wir haben ein Video gemacht zu dem Artikel. Russland exportiert in EU-Länder Öl und Gas auf Hochtouren. Deutschland zahlt mit einem professionellen Sprecher, also keine Computerstimme. Schauen Sie sich das mal an, werde ich unten verlinken. 19 Uhr heute, meine Damen und Herren, wenn alles klappt. Andreas Steno Larsen, ehemaliger Chefstrategist bei der Großbank Nordea. Energiekrise, sind die Deutschen verrückt? Ich werde den Link hier in die Beschreibung packen. Deswegen das Marktgeflüster auch heute früher. Ich hoffe so 18:15 es zu schaffen. Energiekrise, die Energiepreise stürzen europaweit ab, weil die EU Interventionen plant. Diesen Artikel will ich nochmal empfehlen, weil er jetzt praktisch genau auf dem Hochpunkt der Energiepreise erschienen ist. Hier sieht man teilweise persönlich, da werde ich angerufen und gesagt, Mensch, ihr müsst jetzt eure Stromverträge anschauen, sichert euch jetzt Verträge, die sozusagen zu erhöhten Kosten, aber dann die Preise nicht weiter steigen können. Da ist mir dann völlig klar, okay, das ist vielleicht der Hochpunkt gewesen hier. Also die Empfehlung, diesen Artikel. Und warum sozusagen die Preisdeckel keinen Sinn machen, das erfahren Sie direkt von der Strombörse EEX oder aus einem Artikel meines Kollegen Hannes Zipfel, der sehr, sehr empfehlenswert ist. Also vier Empfehlungen, ein Video, heute Boom und Bust 19 Uhr und diese beiden Artikel. Ich sage Servus und Ciao.